So, das war der allgemeine Teil quasi, so Allgemeines zum Weg. Dann nochmal ein bisschen was zu, was haben wir denn so getrieben, beziehungsweise wie sind wir denn da gelaufen. Also, wir haben uns ja zum... Wir hatten keine Mücken. Wichtig. Wir hatten außerdem keine Mücken. Also war piepelpuppel einfach, ja. Nicht mal Mücken hatten wir. Normalerweise ist es so, entweder ist es kalt und windig, da hast du keine Mücken, aber es ist kalt und windig. Oder schönes Wetter, dann hast du Mücken. Ja? Wir hatten bei schönem Wetter tatsächlich schönes Wetter und konnten uns wirklich gemütlich in die Sonne hocken, ohne irgendwie von den Mücken aufgefressen zu werden. Sonnenbrand kriegt man sehr schnell. Wichtig, einschmieren, immer einschmieren. Grundsätzlich, wenn du exponierte Hautpartien hast, die die Sonne abbekommen, dann einschmieren. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie, man schafft auf dem Bau und ist sowieso gewöhnt, die ganzen Tage in der Sonne zu brutzeln und ist halt so durchgebräunt, dass man es echt nicht nötig hat, aber als Mensch, der nicht dauernd Sonne auf die Haut bekommt, muss man sich einfach einschmieren. Also auch die Hände. Ja? Die sind jetzt bei mir zum Beispiel relativ unempfindlich. Aber wenn man den ganzen Tag durch die Sonne rennt und den ganzen Tag anzunehmen ist, dass gutes Wetter ist, dann auch Hände einschmieren. Also selbst wenn man eine langärmelige Jacke zum Beispiel hat oder ein langärmliches Hemd oder sowas. Auch dann. Oder bei kurzer Hose sowieso. Kurze Hose ist eigentlich kein Kleidungsstück, was ich für Grönland empfehlen würde, wegen den Mücken. Aber dadurch, dass die ja schon tot waren, apropos, warum waren die tot? Ab einem bestimmten Punkt im Jahr gibt es den ersten Frost im Sommer. Und bei dem ersten Frost im Sommer sind sofort alle Mücken tot. Ja, die sind 0, überhaupt gar nicht frostresistent. Und das bedeutet, ich muss nur mal kurz gucken, ob auch meine Kamera regnet, aber tut's nicht. Das bedeutet, dass sobald der erste Frost einmal da gewesen ist und danach kann es auch wieder warm werden, ist alles überhaupt kein Problem, sind die Mücken futsch. Alternativ kann es auch in super trockenen Jahren in Grönland passieren, dass die Mücken austrocknen. Ja? Die haben schon noch Wasser, wo sie sich vermehren können, aber primär sind sie so für so moorige Tümpel zur Vermehrung angewiesen. Und bei uns war es jetzt so, dass diese moorigen Tümpel größtenteils schon ausgetrocknet waren. Das heißt, eine weitere Mückengeneration als die erste, und die leben einfach auch nicht lang, die haben eine geringe Lebenserwartung, war schon nicht mehr da. Beziehungsweise konnte auch nicht ausgebrütet werden, weil zu wenig entsprechende Fläche vorhanden gewesen ist. Und die Eier, die dann austrocknen sozusagen in dem Tümpel, in den sie gelegt wurden, die sind nächstes Jahr meistens noch in der Lage, dann auszukeimen und dann schlüpfen trotzdem neue Mückennarven, sobald dann wieder Wasser vorhanden ist. Aber im gleichen Jahr passiert das dann eben nicht mehr. Die gehen dann in so ein Überdauerungsstadium über. Und deswegen hatten wir halt wahnsinnig Glück, dass wir 0,3 Mücken hatten auf dem ganzen Arctic Circle Trail. Alle Arktisregionen, für die Leute, die sich da gar nicht auskennen, denen sei gesagt, in allen Arktisregionen hast du entweder Midges, also diese kleinen Mini-Fruchtfliegen, die stechen können, ganz fiese Viecher, oder irgendwelche alternativen Midges-artigen Tiere, zum Beispiel Knutz heißen sie in Schweden, gleiches Viech, mehr oder weniger, ein bisschen unterschiedliche Arten. Aber machen alle dasselbe, nämlich stechen bzw. beißen. Die haben so beißende Mundwerkzeuge und das juckt dann auch, genau wie bei der Stechmücke. Und die Stechmücke, die ist bekannt. Dann gibt es je nach Region auch noch größere Anzahlen von Bremsen. Aber stechende Insekten gibt es massenhaft in den nördlichen Ländern. Also in jedem nördlichen Land, alle Tundrengebiete dieser Welt sind heimgesucht von Stechviechern. Mücken, Bremsen und Midges. So in dieser Reihenfolge vielleicht. Ja. Bremsen gehen nicht ganz so weit nach Nord. Am nördlichsten ist noch die Mücke. Gut, hatten wir also nicht. Und jetzt, was haben wir da so erlebt? Also wir sind da angekommen, dann sind wir ausgestiegen, dann sind wir losgelaufen, dann kamen wir erstmal an dem lustigen Wohnwagen da vorbei. Wenn ihr irgendeinen beliebigen kurzen Clip zum Arctic Circle Trail anguckt, werdet ihr diesen ollen Wohnwagen schon mal gesehen haben. Der kommt in fast jedem dieser Clips vor. Ist ein bisschen chaotisch da drin und hat bessere Zeiten erlebt, aber theoretisch kann man da drin übernachten. Ja, dann sind wir etwas weiter, dann hatten wir auf dem ersten Zeltplatz Käsefondue. Wir hatten noch ein paar Sonderlebensmittel, die wir nicht vorher verbrauchen konnten, dabei, unter anderem eben ein Käsefondue, und haben dann tatsächlich, das ist sau schwer, ja, du schleppst ja den flüssigen Käse sozusagen mit dir rum, das ist natürlich wirklich sau schwer, deswegen musste man das als allererstes essen, und das haben wir auch gemacht, und das gab ein sehr leckeres Essen, Käsefondue bei der ersten Nacht in Grönland, war toll. Dann ging es eine sehr schöne Etappe über entsprechende Hügel rüber zur Kattifikhütte.
also die erste richtige Hütte, der Wohnwagen ist ja keine Hütte, wo man theoretisch eben schon Kanus finden kann. Und ich hatte es erwähnt, theoretisch Kanus, ja, vom Kanu-Center. Und wenn man das Glück hat, dass an der Katifik-Hütte ein funktionstüchtiges Kanu liegt, geht einfach nicht davon aus. Ich hatte es gehofft, aber geht einfach nicht davon aus. Das Kanu, das wir dann gefunden hatten, das ist am anderen Ende vom See. Also da, wo es wirklich überhaupt nichts mehr nützt, weil man will ja dann weg vom See. Man müsste den Weg zurückrudern quasi oder paddeln, um dann irgendwie noch das Kanu benutzen zu können. Deswegen haben wir ja auch nur diese kleine Runde gedreht. Aber theoretisch könnte an der Katifik-Hütte noch eins der ungefähr 3 funktionsfähigen Kanus liegen. Ich weiß nicht, wie lange es noch 3 sind. Bald sind es nur noch 2 und dann ist es irgendwann nur noch 1 und dann hat sich die Sache mit den Kanus auch erledigt. Aber theoretisch. Und wenn man dann da eins findet, dann kann man theoretisch, wenn man sich dann traut und jemanden hat, der dauernd das Wasser aus dem Kanu schöpft, kann man theoretisch bis zum Kanu-Center oder auch bis zum Ende vom See, das ist dann nochmal ein Stückchen weiter, mit dem Boot fahren. Ja? Für alle anderen muss man entlang des Sees dann entsprechend wandern. Und entlang des Sees kommen dann viele unterhaltsame Dinge wie Hügelchen und Steine und Seen und der große See. Und dann wieder Hügel und Steine und ein paar Rentiergeweihe und Rentierknochen und jede Menge Viecher. Ja? Das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, da an dem See, haben wir gesehen 3 Rentiere, 2-mal Eisfuchs, Polarfuchs, nee, 3-mal Polarfuchs. Und Quatsch, Fuchs, Hase. Und wann war denn der Polarfuchs? 2-3 Tage später. Ja, der müsste noch mal später gewesen sein. Also einen Polarfuchs hatte ich auch mal gesehen. Ich habe ein ganz miserables Foto davon, ich blende es euch mal ein. An dieser Stelle hoffentlich, wenn nicht, blende ich es euch später ein, aber irgendwo blende ich es euch ein. Immerhin kann ich beweisen, dass einer da war. Und ich habe ihn auch gesehen, aber es war einfach, dann war es einfach nicht möglich, den noch gescheit zu fotografieren. Aber er war da. Ich habe ihn gesehen. Eindeutig. Jo, entlang dieses Sees sollen ja angeblich so ein paar schwierige Passagen sein. Das ist eben das, wo der Weg mal kurzzeitig T3-Niveau, Schweizer Wegeklassifikationssystem, erreicht. Harmlos, völlig harmlos aus meiner Sicht als Mensch, der eine gewisse Trittsicherheit besitzt. Aus Evelyns Sicht, die ohnehin sehr vorsichtig ist bei sowas, auch harmlos, ist da locker drüber gekommen, ohne größere Schwierigkeiten. Ja, und dann kommt man zum Kanu-Center. Ja, wenn man nicht noch zwischendrin noch mal irgendwie zeltet, kann man machen, haben wir auch gemacht. Aber irgendwann kommt man dann zum Kanu-Center. Da empfehle ich, wenn man irgendwo einen Pausetag einlegen will, dann warum nicht am Kanu-Center, sofern man dann aufgeschlossen ist gegenüber anderen Menschen, dass man da dann noch ein paar Leute trifft. Es gibt zum Kanu-Center ein dazugehöriges Rentier, das es gewöhnt ist, dass im Kanu-Center Leute sind, die irgendwie interessant sind. Und deswegen kommt er, also ein Bulle, ein Hirsch, Rentier-Hirsch, wenn man so will, kommt gerne mal dann am Kanu-Center vorbei. Da habe ich auch entsprechende Aufnahmen gemacht. Werde ich euch jetzt auch noch mal ein bisschen einblenden. Kommt der gerne vorbei und lässt sich halt von den Touristen begutachten. Hofft natürlich, irgendein Leckerli zu kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der sich da entsprechende Hoffnungen macht. Dass er allzu viel kriegt, kann ich mir wieder nicht vorstellen, weil kaum jemand viel zu viel Essen mitschleppen wird und schon gar nicht unbedingt rentiertaugliches Zeug. Weil was wäre das? Ein Kantenbrot oder sowas? Hat man eigentlich wenig dabei. Ne? Ein paar Nüsslein könnte man ihm hinwerfen. Ob er damit allzu viel anfangen kann, weiß ich nicht. Ist schwierig. Ist gar nicht so einfach, was dabei zu haben, was man ihm geben könnte. Ich hätte ihm fürs Model-Sein ja auch durchaus ein bisschen was angeboten, aber wir hatten einfach nichts, was der hätte brauchen können. Der hier, Herr Rentier. Wie hieß er? Olaf, genau. Olaf haben wir ihn getauft. Ja, dann ging es weiter, nachdem wir Evelyns Geburtstag gebührend mit Nichtstun gefeiert haben, zu eben dem Punkt mit dem Kanu, habt ihr gesehen. Und von dem Punkt mit dem Kanu ging es durch die erste Brandfläche zur, ich habe vergessen, wie die Hütte heißt. Ja, da war eine kleine Brand, direkt an der Hütte. Ja. Dazu habe ich jetzt einen Einspieler, der ist wichtig und deswegen werde ich den jetzt hier auch reinklatschen. Und mit Ton. Ja, bisher war ja alles ohne Ton und das ist das Ding mit Ton, weil der ist wichtig. So, eine Sache hätte ich jetzt noch für heute Abend. Das hier ist eine Fläche
nach einem Fjellbrand bzw. nach einem Tundrabrand. Leider ist es ja so, dass jetzt 2019, also dieses Jahr, jede Menge von den Dingern gemeldet wurden. In Russland ist es recht häufig so, dass da mal sowas brennt. Das wird man auch in Alaska und in Kanada kennen. Auf Grönland war das bis vor ein paar Jahren eigentlich ein sehr seltenes Ereignis. Diese Fläche hier ist vor, ja, schätzungsweise 5, 6, 7 Jahren ungefähr abgebrannt. Das ist deswegen interessant, weil da hinten halt die Hütte steht. Man kann sie gegen die Sonne gerade so erkennen. Und ja, man kann sich dann schon Sorgen machen, wenn es direkt neben der Hütte eben entsprechend brennt. Dementsprechend haben sie hier natürlich vermutlich zu dem Zeitpunkt entsprechend irgendwelche Sperrungen angebracht. Und die Leute, die hier lang gekommen sind, werden das ja auch gesehen haben. Da hinten ist wieder grün, da Richtung Wasser. Brandfläche geht aber hier so an dem Streifen entlang, zieht sich dann nach da hinten auch noch ein bisschen weiter fort. Man kann da die braunen bzw. schwärzlichen Stellen da hinten ganz schön erkennen. Also da hat es auch noch gebrannt und dann war aber auch wieder Schluss. Woran erkennt man jetzt, ob das eine alte Brandstelle ist oder eine neue? Naja, bei einer alten gibt es langsam wieder vereinzelt erstes Grün. Insbesondere solche recht anspruchslosen Pflanzen wie so ein Büschel mit, ja, ich sage jetzt einfach mal Gras. Ganz ehrlich, ich weiß selber nicht welches. Alle Pflanzen hier oben kenne ich auch nicht. Und sogar die Zwergweide beginnt hier wieder eben entsprechend Fuß zu fassen. Das ist ja eine der zwei typischen Baumarten, in Anführungszeichen, die man hier oben finden kann. Ich werde zu der natürlich noch ausführlicher berichten. Aber sie ist auf jeden Fall sehr ausbreitungsfähig. Und wenn sie eine Fläche vorfindet, auf der keine Zwergweide steht und auch keine Zwergbirke und die Möglichkeiten da sind, sich da halt wieder anzusiedeln, dann wird sie das auch tun. Weiterhin anpassungsfähig und schnell in der Ausbreitung sind halt solche ganze kleinen Sächelchen hier, die sich zum Teil einfach per Sporen vermehren und die gar keine Blütenpflanzen sind. Auch die sind in der Lage, so eine Brandfläche recht schnell wieder zu besiedeln. Jetzt ist es ja so, wenn es hier oben brennt, dann brennt hier nicht ein Wald, hier brennt auch keine unglaublich üppige Vegetation, sondern hier brennt der Boden selbst, weil der Boden selbst zu großen Teilen eben aus Humus besteht. Stirbt hier oben irgendeine Pflanze, zum Beispiel sowas hier, ne, oder lässt Laub fallen, und das passiert auch jedes Jahr, weil die sind wechselgrün, diese Zwergweiden, dann bleibt natürlich das Laub erstmal am Boden liegen. Wäre es jetzt wärmer, würde das sehr schnell umgesetzt werden, sehr schnell kompostiert werden und sehr schnell Teil des Bodens, von den Bodenorganismen umgesetzt oder von anderen Pflanzen aus dem Boden wieder aufgenommen werden, weil die Nährstoffe eben wichtig sind und für viele Organismen eben entsprechend gebraucht werden. Aber da wir uns hier in der Arktis befinden, ist es hier so kalt, dass dieser Umsetzungsprozess der organischen Substanz, die wieder in den Boden eingetragen wird, so sehr, sehr, sehr langsam verläuft, dass sich einfach jede Menge brennbares Material, jede Menge organische Substanz im Boden akkumuliert, bevor sie irgendwie wieder recycelt werden kann. Also man spricht hier vom Turnover. Der Turnover ist ein Maß für ein Stückchen Pflanzenmasse, das von der toten Pflanze abfällt, komplett den ganzen Recyclingkreis durchläuft und von einer anderen Pflanze sozusagen wieder aufgenommen wird, also die wesentlichen Bestandteile davon. Und so ein Turnover, also wie schnell das geht, je höher die Zahl, desto schneller geht's, ist in den Tropen so irgendwas zwischen 40 und 50 und bei uns so irgendwas zwischen 16, 17, 18, sowas um den Dreh, und hier 2. Ja, ungefähr. Also nur, dass man da eine grobe Vorstellung davon bekommt. Und deswegen kann es dann auch passieren, bei so einem Tundrafeuer, dass der komplette Oberboden einfach weggebrannt wird, weil der halt eben nur aus dieser organischen Substanz besteht oder so gut wie nur daraus besteht und sehr schnell eben quasi der mineralische Unterboden hier sichtbar wird.
Und das ist auch was, was wahnsinnig staubt. Ich hoffe, man kann es sehen auf der Kamera. Das staubt hier so richtig, richtig weg, jetzt wo ich das entsprechend aufgekratzt habe. Ein sehr, sehr, sehr feines Material. Im Grunde nährstoffreich, aber die müssen ja auch erstmal umgesetzt werden, beziehungsweise da rausgeholt werden. Und dafür bräuchte es Pflanzen, die sich jetzt hier langsam natürlich wieder ansiedeln, einfach weil der Boden auch so nährstoffreich ist. Also, ist ein Tundra-Brand eine Katastrophe? Ist das furchtbar schlimm und wird hier nie wieder was wachsen? Nein, hier wird schon recht bald wieder was wachsen und tut es ja jetzt auch schon, dass jetzt wieder die ersten Pflänzchen aufkommen. Aber der Zeithorizont, bis sich sowas wieder bewaldet, können wir nicht sagen, ne? Bepflanzt, wenn man so will, der ist einfach ein ganz, 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 ganz anderer, als das bei uns in der Gegend der Fall wäre. Wenn bei uns also wirklich so ein Waldbrand in Brandenburg beispielsweise einen Kiefernforst heimsucht, dann könnte man da im Grunde ab nächsten Jahr wieder einen neuen Kiefernforst aufpflanzen und der würde sofort wachsen. Hier dauert das erheblich länger, zumal man diese entsprechende Fjellvegetation bzw. eben Tundra-Vegetation, hier sind wir jetzt in der Bergtundra, welche eben auch gerne Fjell genannt wird im skandinavischen Raum, da gehört Grönland zwar technisch gesehen nicht dazu, aber von der Vegetationsturnierung her ist es doch sehr ähnlich. Ja, das dauert 40 Jahre oder was mindestens, bis das hier auch nur ansatzweise wieder so aussieht, wie die eben in Umgebungsvegetation. Also so ein Brand ist so gesehen schon ein Ereignis, das braucht Zeit. Und zurzeit brennt es leider in Grönland immer öfter und wir werden an einer Brandfläche auch noch vorbeikommen, die ganz, ganz frisch ist, die sogar so frisch ist, dass wir eigentlich gar nicht durchlaufen sollen, weil es noch eine Gefahrenwarnung gibt, dass man nicht durchlaufen darf. Wir haben aber das Glück gehabt, jetzt auf dem Weg Leute zu treffen, die eben von den Behörden instruiert sind und sich da auskennen und die sagen, man kann jetzt inzwischen durchlaufen, ist nicht mehr dangerous, aber man sollte halt dann doch eben entsprechend aufpassen und vor allen Dingen muss man schnell eben dran vorbei an der Brandfläche und kann in der Nähe der Brandfläche nicht übernachten. Ja? Also das hier eine harmlose Brandfläche, aber wenn man eine gute Nase hat und je nachdem wie der Wind geht, also wenn wenig Wind geht oder wenn man sich unterhalb von dieser Brandfläche befindet und viel Wind geht, dann kann man es immer noch riechen. Man riecht immer noch so einen leichten Brandgeruch, wenn man hier unterwegs ist. Und die ist, ja, die ist bestimmt 10 Jahre alt. Mindestens 10 Jahre. Und damit muss ich ja zu der Sache mit dem Brand schon gar nicht mehr allzu viel sagen, ne? Dann sind wir jedenfalls. Ach so, ich muss ja noch erwähnen, wir haben im Kanu-Center hatten wir eine Begegnung der merkwürdigen, war lustig, eine Begegnung der dritten Art. Da saßen wir nämlich und wir saßen da ja schon eine ganze Weile, wir haben da ja einen Pausetag gemacht. Und dementsprechend sind relativ viele Leute im Laufe der Zeit, die wir da gesessen sind, zur Tür reingekommen und wollten sich mal die Hütte angucken. Viele sind wieder weiter, manche sind geblieben und man hat halt gesagt, hello, welcome, come in, take your seat, das Bett ist noch frei, irgendwie sowas, ne? So. Und plötzlich geht die Tür auf und hello, welcome, und dann gibt es ein lautes Gebrüll und der Ben! Es kreischt einmal es nicht! Kreischt einmal nicht! Oh, genau. Das war schon sehr lustig. Also an dieser Stelle herzliche Grüße an Kathi und Johannes, falls ihr das zufällig irgendwie mitbekommt. Wir finden es immer noch schön, dass ihr da wart, euch getroffen zu haben. Das war toll. Ja. Jetzt blinkt mein Akku, ich muss mal wechseln. So, Akkuwechsel vollzogen. Ja, jedenfalls waren wir dann in einer Hütte, dann haben wir Kathi und Johannes schon wieder getroffen und die sind aber schneller als wir. Die sind wirklich schneller als wir. Aber damit können wir leben, dass wir stehen da drüber. Nee, wir hatten es ja auch nicht vor, besonders flott zu sein. Und hätten wir vorher ein bisschen trainiert, dann wären wir sicherlich flotter gewesen. Wir waren aber, glaube ich, auch nicht die aller lahmsten auf dem Weg. Ich wäre schon. Ja, aber ich glaube, die Schweizer haben wir irgendwann abgehängt. Ich weiß es nicht. Ja gut, die hat man immer so selten gesehen. Ein Beispiel für Leute, die den Trubel auf dem Weg nicht mochten, war ein Schweizer Pärchen, vielleicht vom Alter her ein Ticken älter als wir, durchschnittlich. Nicht viel. Doch,
Ja, okay. Aber sie war doch, glaube ich, noch relativ... Nee, die waren sicher 40. Also sie sah eigentlich ganz jung aus. Das tun die Schweizerinnen. Ach so, okay. Kurz noch einmal Wasser ausgießen. Ja. Also die haben wir vielleicht abgehängt. Ich meine schon. Und stellenweise, wenn das Gelände schwierig wurde, wurden wir überproportional schnell. Weil wir halt mit schwierigem Gelände klarkommen und andere Leute nicht. Andere Leute haben vielleicht mehr Kondition, aber das ist... Ich muss schon wieder diese Geschichte erzählen. Ich habe sie schon wirklich oft erzählt, aber ich erzähle sie jetzt trotzdem nochmal. Von dem alten Mann in Norwegen. Ja, ich war in Norwegen gegen Ende von meiner Tour. Dafür gibt es keine Videos, weil das war vor Zeiten des digitalen Videos. Haha. Wann war denn das? 2008? Ja, ich glaube. Irgendwie sowas. Jedenfalls, gut, da gab es schon ein digitales Video. Aber es war eine scheiß Qualität und ich habe keine gemacht. So. Und mein Handy konnte es damals auch noch nicht. Gab es da schon Smartphones? Ja, gerade so vielleicht. Aber die konnten auch noch keine Videos. Ich glaube nicht, oder? Die allerersten iPhones konnten... ist ja auch egal. So, jedenfalls bin ich da über so ein Geröllfeld gestolpert, war langsam wirklich auch K.O. und war froh, langsam in die Zivilisation zurückkehren zu dürfen und stolpere da über so ein Gletschermoränen-Geröllfeld, wirklich schlimmes Geröllfeld. Musst es bei jedem Schritt aufpassen, wo du hintrittst, damit du nicht zwischen irgendwelche Felsspalten irgendwie rutscht. Und hatte es eigentlich nie eine Möglichkeit, den Fuß auf geraden Untergrund zu setzen, sondern immer irgendwelche Felskanten, irgendwie schräg, steil, Felsspitzen und sonst was. Also auch wenn man da stürzt, dann macht man sich mit Sicherheit sehr, sehr stark weh, bis hin zu ruckzuck jede Menge Knochenbrüche. Wenn du mit Schmackes dann auf irgendwelche Felskanten knallst, ist das nicht so lustig, ja? Und ich hatte das ja schon die ganze Zeit während der Tour, gibt es ja jede Menge von in Jotunheim, während der ganzen Tour hatte ich immer wieder solche Wege und irgendwann wurde ich dann relativ gut darin, mich darauf fortzubewegen und war schon richtig stolz drauf, wie schnell ich da vorwärts komme inzwischen. Und dann überholt mich von hinten ein gefühlt 80-Jähriger mit ein paar freundlichen Grußworten und läuft da über die Steine, ohne auf den Boden, sichtbar auf den Boden zu gucken, ohne Trekkingstöcke, die ich sehr wohl hatte, um mich dann halt noch zusätzlich zu stabilisieren, ist er da drüber gelaufen, als wäre das jeden Tag so sein Spaziergang zwischen Klo und Haus. Ich glaube nicht, dass der oben auf dem Berg ein Klo hatte, aber wahrscheinlich, das muss ein Einheimischer gewesen sein. Und da wird man dann wieder demütig und stellt fest, auch als junger Mensch mit durchaus noch einer besseren Kondition als heute, weil ich mache ja wenig Sport und deshalb, je jünger ich war, desto besser war meine Kondition. Nein, muss man wieder mehr machen, aber gut. Jedenfalls hat der mich abgezogen ohne Ende. Ja, auch wenn der Altersunterschied damals so um die 20 Jahre, Quatsch, um die 60 Jahre hat er mich völlig niedergemacht und total abgezogen. Das war extrem beeindruckend und hat mir einfach klar gemacht, Kondition ist schön, Kondition ist wichtig, Erfahrung ist aber die andere Sache. Und du kannst fehlende Kondition mit vorhandener Erfahrung ganz gut kompensieren. Hast du nur Kondition und keine Erfahrung, dann kommst du vielleicht, solange der Weg noch einigermaßen gut ist, schnell voran. Aber hast halt ein hohes Unfallrisiko. Ja? Wenn dann nämlich doch mal der Weg schwierig wird und du hast keine Erfahrung, aber denkst, du bist schnell und versuchst es dann auch schnell, dann liegst du halt ganz schnell irgendwo, wo du nicht unbedingt liegen möchtest. Ne? So, also meine Meinung. Ja, das darf man gerne anders sehen, aber wir sehen es ja auch wirklich in den Rettungsstatistiken von verschiedenen Rettungsdiensten überall auf der Welt, die irgendwelche Leute irgendwo retten müssen. Und wenn es der Mont Blanc ist, ne, da dappt heutzutage auch gefühlt jeder Depp hoch. Noch nie eine Bergtour gemacht und dann sind sie der Meinung, auf den Mont Blanc dappen zu wollen. Kam gerade neulich eine interessante Reportage irgendwo gesehen. YouTube, ja, auf YouTube, aber von welchem Sender die war, weiß ich gar nicht mehr. War auch irgendein Fernsehsender letztendlich. Auch so ein kleiner. So ein kleiner, ja. Bayerischer Rundfunk oder sowas. Ja, irgend sowas. Ja. Jedenfalls irre, wie viele Leute, die inzwischen vom Mont Blanc ausfliegen müssen, weil einfach, man kann da, das ist nicht reglementiert, man darf da ohne irgendwelche Sonderregelungen hochsteigen und das machen jetzt irgendwelche Deppen, die jetzt auch plötzlich der Meinung sind, dass sie jetzt zurück zur Natur müssen oder sich jetzt die Herausforderung suchen, ohne irgendwelche Bergerfahrung. Und das ist einfach was, das nimmt weltweit zu.
Natürlich, Ökotourismus ist irgendwo auch was Gutes, aber dass man dann sich gleich irgendwelche krassen Sachen raussucht und denkt, man kann mal eben auf einen Mont Blanc oder sowas marschieren, was dann auch ganz oft eben nicht funktioniert. Entweder müssen sie sich retten lassen oder umdrehen, aber dann sind sie wenigstens noch schlau genug gewesen, um umzudrehen. In dieser kleinen Doku hatten sie zum Beispiel so ein paar Russen, die wieder auf dem Weg runter waren und es nicht geschafft hatten und fix und alle waren. Aber die haben wenigstens zugegeben, ja, wir haben ja gedacht, wir können da einfach hochmarschieren. Wir waren halt doof. Das war mir dann wieder sympathisch. Ja? Die haben es wenigstens eingesehen und die sind rechtzeitig wieder umgekehrt. Aber das Problem beim Arctic Circle Trail ist, du kannst halt nirgendwo unterwegs nicht wirklich umdrehen. Sobald du 50 Kilometer weit weg bist von Kangerlussuaq, musst du 50 Kilometer zurücklaufen, um nach Kangerlussuaq zurückzukommen. Ja, und wenn du, also bestenfalls hast du, wenn im schlimmsten Fall, wenn dich zwischen Sisimiut und Kangerlussuaq ein Unglück ereilt, müsstest du ca. 80 Kilometer in beide Richtungen dann entsprechend laufen, um wieder zurück in die Zivilisation zu kommen. Es gibt zwar theoretisch ein Dorf, das ein Stück vor Sisimiut liegt, dass man theoretisch auch als Notfallausweichort erreichen könnte. Aber der Weg vom Arctic Circle Trail zu diesem Dorf dauert fast so lange, wie der Arctic Circle Trail noch braucht, um von der Abzweigung zu dem Dorf bis nach Sisimiut zu führen. Das bringt es also hinten und vorne nicht. Warum dieses Dorf überhaupt in unserem Reiseführer dann als Ausweichroute und Sicherungspunkt aufgeführt gewesen ist, weiß ich nicht. Zumal da auch kein Weg wirklich existiert. Und nach Sisimiut hat man sehr wohl den fetten Arctic Circle Trail. Zumal der Weg ab da nach Sisimiut auch nicht mehr schwierig ist. Der war dann wirklich relativ angenehm und gut zu bewältigen. Uiuiuiuiuiuiui. Naja, das also noch zur Erfahrung mit dem Weg als solchen. Dann sind wir halt weiter marschiert. Es gibt jetzt eigentlich gar nicht so viele besondere Vorkommnisse. Es gab mal eine längere Etappe, es gab mal eine kürzere Etappe. Wenn ihr die Details, das ist dann halt Patreon-Content. Ne? Da gehe ich dann. Es gab einen Schneehasen, es gab einen Rentier. Gab nochmal einen Schneehasen, gab nochmal ein Rentier. Und das ist aber im Grunde auch nicht so wichtig. Ja, es ist halt Wanderalltag. Man macht mehr oder weniger jeden Tag dasselbe. Panda-Alltag. So die Tagesroutine hat ungefähr so ausgesehen, dass man dann irgendwann mal aufsteht, ja, logischerweise, beziehungsweise morgens aufwacht. Und dann war halt immer die Frage, wie nass ist das Zelt? Kondenswasser. Das hängt davon ab, wie sehr man im Wind geschlafen hat. Haben wir gut im Wind geschlafen? Hatten wir überhaupt kein Kondenswasser? Haben wir stark nah am Wasser, auf dem Berg, bei recht nebligen, schlecht Wetterbedingungen, am See genächtigt, hatten wir Tropfsteinhöhle. Logisch. Das lässt sich nicht vermeiden. Es ist scheißegal, wie gut dein Zelt ist. Unter solchen Bedingungen hast du Tropfsteinhöhle. So einigermaßen zumindest. Wenn das Zelt jetzt sehr gut ist, dann ist zwischen Innenzelt und Außenzelt noch so viel Platz, dass man im Innenzelt noch relativ gut hantieren kann, ohne ans Außenzelt dran zu stoßen. Das heißt, die Tropfsteine tropfen halt nicht ab, sozusagen. Beziehungsweise es geht dann noch einigermaßen. Was ich auf dieser Tour zum ersten Mal gemacht habe, das war ganz interessant, das habe ich bis dahin eigentlich noch nie, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, war super nasses Kondenswasserzelt morgens einfach mit dem Lappen innen abtrocknen. Ja, das dauert 5, 6, 7 Minuten von mir aus und dann ist dein Zelt aber trocken, dann kannst du es trocken einpacken, dann kannst du es auch wieder trocken aufstellen und du musst das ganze Wasser dann nicht mitschleppen, das eben noch an deinem Zelt hängt. Das ist insgesamt locker ein halbes Kilo, locker. Boah, 600 Gramm vielleicht auch. Natürlich, das macht jetzt nicht die Sau unglaublich fett, aber es ist einfach auch schön, wenn man das Zelt dann trocken wieder aufstellen, trocken einpacken, trocken aufstellen, hat was. Ja. Insbesondere wenn mieses Wetter ist, dann ein trockenes Zelt aufstellen, ist natürlich noch erheblich angenehmer, als im Regen ein ohnehin schon nasses Zelt aufstellen. Wichtig ist bei den meisten Tuchenzelten, die es da so gibt auf dem Markt, die wirklich für richtige lange Touren und schlechtes Wetter ausgelegt sind, nicht so Halbwüstenzelte oder sowas, bei denen man Innenzelt und Außenzelt gleichzeitig aufbaut, sodass das Innenzelt trocken bleibt, weil es die ganze Zeit vom Außenzelt geschützt ist. So ein Ding brauchst du eigentlich quasi für die nördlichen Länder. Viele Leute hatten eigentlich auf dem Weg kaum jemand dabei, die diese komischen Zeltsysteme hatten, wo du erst das Innenzelt aufstellst und dann die Regenhülle drüber schmeißt.
halte ich persönlich gar nichts von diesen Zelten. Die gibt es natürlich in extrem windstabil, die sind ja geodätisch, also heißt, da kannst du theoretisch auch 3 Stangen haben oder 4 Stangen, dass du da also wirklich so ein richtiges Stangenkäfig um dich rum hast. Von allen Richtungen kann der Wind pusten und du hockst da drin, das ist super, super stabil. Der Haken ist halt, dass man da fast immer erst das Innenzelt mit den Stangen aufstellt und dann erst den Regenschutz drüber wirft. Und bau mal sowas auf, wenn es regnet, dann ist dein Zelt gleich durch. Wenn es entsprechend wirklich plattert wie in Strömen, dann kannst du es eigentlich nicht aufbauen, weil sonst läuft dir sofort die Bodenwanne voll Wasser vom Zelt. Also ist ein bisschen unflexibel und abbauen das gleiche Problem. Willst du es abbauen und es regnet in Strömen und du machst die Regenhülle runter und klappst gemütlich dein Innenzelt aus den Gestängen raus und so weiter, dann regnet dir das Ding auch total voll. Und das kann man nicht einfach abwischen, wie Kondenswasser vom Außenzelt bei unserem Zelt. Also mein. Aber eigentlich ist es Ready. Abgesehen davon, dass der Akku bald leer ist. Jetzt seht ihr mich, aber ich euch nicht, weil die Sonne ist so hell. Moment. So geht's auch. Also, wir machen jetzt einmal eine kleine Lagerroutine. Soll heißen, wir tun jetzt so, als wären wir gerade angekommen. Sind wir nicht, wir waren schon eben zum Socializing in der Hütte da drüben. Wir wollen aber trotzdem nicht in der Hütte schlafen, weil wir Angst haben, alles zuzuschnarchen, also ich. Und deswegen bleiben wir lieber im Zelt, weil finden wir gemütlicher, schlafen da besser. Werden die Hütte aber für Abendaktivitäten gemütlicher Art mit den anderen selbstverständlich auch nutzen. Ist wirklich schön, wie viele Leute hier unterwegs sind, die gesellig sind und man kann da schon einen gemütlichen Abend verbringen. Es sind auch noch ein paar Deutsche dabei, macht nichts. Wir versuchen trotzdem größtenteils Englisch zu sprechen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann muss man halt die anderen Deutschen fragen, ob sie übersetzen können. Und wenn die das auch nicht können, dann Hände und Füße. Macht's lustiger. Sind noch 2 Amerikaner, glaube ich. Ja. 2 Amerikaner noch da und jetzt muss ich helfen beim Zeltaufbau, weil sonst kriege ich Ärger. Also, wir sind gerade quasi angekommen und jetzt kommt die Routine, die wir durchziehen, wenn wir angekommen sind. Zeltstöcke zusammen, Zeltstangen zusammenstecken, habt ihr ja schon gesehen. Das ist vorne. Schatz, was machst du? Gucken, wo vorne ist. No. Was siehst du da vom Lüfter? Ja. Stimmt nicht, falsch rum. Falsch rum. Ja, wie jetzt? Schon wieder. Jetzt läuft einmal die Kamera und schon funktioniert nichts. Ja, es nimmt doch den Vignette vom Zelt. Aber ich muss das noch kommentieren. Jetzt läuft einmal die Kamera und man darf nicht mehr gucken, wo vorne und hinten ist und schon klappt es nicht mehr. Da liegen wir extrem in den Steilen, Schatz. Thank you.
noch eine weiche Nacht, Schatz. Oh ja. Ju, Schellnort! Wackeln im Wind! Ha! Was ist das, Schatz? Was ist was? Die Heringe falsch rumrein. Die Heringe nicht rum rein, du tust sie falsch rum rein. Ein bisher ungelöster Beziehungskonflikt bei uns ist, wie rum die Heringe in den Boden gehören. Evelyn macht sie gerne so rum rein, dass der Haken quasi nach außen zeigt, damit die Schnur besser am Hering hält. Damit zeigt aber das V-Profil vom Hering mit der Spitzenseite in Richtung Zelt. Soll heißen, wenn vom Zelt Druck auf den Hering ausgelöst wird, dann kann der quasi in Pfeilrichtung aus dem Boden gezogen werden. Zeig doch mal das die beiden Unterschiede. Wir machen eine Abstimmung, welches von beiden Varianten das richtig ist. Den Hering hier mit V-Profil Innenseite Richtung Zelt, sodass der Widerstand, sprich die Erde, die bewegt werden muss, um den Hering rauszureißen, möglichst hoch ist. Aber man kann die Schnur natürlich nicht in die hierfür vorgesehenen Haken großartig festheben. Ja, die Schnur kann also hier hinten mehr oder weniger drüber rutschen. Es sei denn, der Zug ist so groß, dass die Schnur doch nicht drüber rutschen kann, weil sie ja hier zusammengehalten wird und daher dann doch an diesen Haken hängen bleibt. Meiner Meinung nach also hier in jedem Fall bestmöglichste Möglichkeit, einen Hering reinzustecken. Kommen wir zur Variante Evelyn. Wo ist er denn? Rum. Überall. Hier Variante Evelyn, einen Hering in den Boden zu bekommen. Sie versucht, die spitze Seite des V-Profils so ein bisschen zur Seite zu drehen. Nein, das stimmt doch gar nicht. Der ist einfach nur krumm. Okay, er ist einfach nur krumm. Hinter den da vorne. Der ist schön. Ich nehme den da vorne, der ist schön. So, hier die Variante Evelyn. Also, wie man sehen kann, die Zeltleine hängt in der dafür vorgesehenen Kerbe am Hering, aber wenn der Hering rausgerissen wird, wird er quasi mit der Spitzenseite des Vs nach vorne rausgerissen und bietet weniger Widerstand gegen rausgerissen werden. Vorteil? Der bleibt hier besser in der Kerbe hängen, die Schnur. Ne? Also, dass die Schnur sich vom Hering löst, ist unwahrscheinlicher. Die Chance, dass der Hering aus dem Boden gerissen wird, ist höher. Ich bevorzuge nach wie vor meine Variante. Jedenfalls, jetzt sieht man mich nicht, ist zu hell. Ja, das ist das Problem, ist halt Grönland. Entweder ist sauhell oder, gut, saudunkel war es eigentlich bisher selten, aber es ist oft sauhell. Jedenfalls, man hört mich ja noch. Ja, das wäre soweit Zeltaufbau gewesen. Nächster Schritt ist dann üblicherweise, dass wir erstmal die Isomatten reinlegen, dann unsere Rucksäcke schön reinlegen und dann haben wir eigentlich alle Zeit der Welt zu tun, was halt ansteht. Isomatten sind bei mir im Rucksack im Bodenfach, alle beide. Evelyn hat sie gerade schon geholt. Wir haben das Modell Thermarest Neo Air X-Therm. Nicht sonderlich komfortabel, dafür aber schön warm. Und wir haben das Modell. Du stehst Schatz? Auf der Zeltschnur. Ich stehe auf der Zeltschnur, danke. Bitte. Und das Modell Expert Synmat
UL ohne weiteren Schnickschnack. Ne? Also die Standard-Expat-Synmat-Variante. Vorteil, die schneller aufgepustet als meine. Bei meiner geht's ewig. Was hast du mit meinem Schnauzer gemacht? Ich habe ihn schön gefaltet. Was soll denn der Scheiß? Ja. Wann wird ein Schnotzel gefaltet? Naja, bei mir wird ein Schnotzel immer gefaltet. Das Schöne ist natürlich der Windbeutel, den wir hier gerade im Einsatz sehen. Sieht man, doch, das sieht man. Ja, das sieht man. Hält man in den Windbeutel voll und dann hat man quasi eine überdimensionale Lunge, die man in die Matte drücken kann, was erheblich schneller geht als mit dem Mund aufpusten, erheblich weniger anstrengend ist und außerdem kommt keine Atemfeuchte, also durch die Atemluft keine Feuchte ins Innere der Matte. Das kann nämlich theoretisch schimmeln da drin. Theoretisch. Oder sonst wie kaputt gehen. Ja, und fertig. Und damit ist die Matte schon aufgepumpt. Genau. Und jetzt legen wir Ihre Matte mal exemplarisch rein. Meine mache ich nachher. Die hat ein ähnliches System. Es ist nur erheblich weniger gut. Aber dafür ist die Matte sehr, sehr warm. Bis minus 24 Grad. Ihre nur bis minus 6. Aber trotzdem warm genug und ganz, ganz kuschelig. Tse, Frauen. So, was wir hier jetzt sehen, ist unser Zelteingang. Evelyn hat schon aufgemacht, so halber. Jetzt kann man den Zelteingang natürlich noch aufrollen. Das macht sie gerade, das geht an zwei Stellen. Einmal oben, einmal unten. Ja, brauchst du jetzt nicht so schön machen. Ja, ich bin ein Perfektionist. Das Auge schläft mit. So, und jetzt die Matte einfach reinschmeißen auf die Evelyn-Seite. Evelyn liegt immer rechts vom Eingang aus gesehen. Und meine würde jetzt links liegen. Aber das lassen wir jetzt halt, wie gesagt, gerade sein, weil das zu lange dauert, die aufzupumpen. Und jetzt müssten wir noch unsere Rucksäcke ins Vorzelt packen und das machen wir jetzt auch gleich. Schatz, fängst du an? Nein? Du hättest auch durchs Bild laufen können. Sie ist extra außen rum gelaufen. Dabei steht ihr Rucksack da hinten und sie muss ja sowieso ins Bild laufen, um ihren Rucksack zu holen. Eieieiei. Ja, das macht nichts. So, und jetzt kommt der Rucksack da rein. Moment. Darf ich? Jetzt darfst du. Üblicherweise kommt der Evelyn-Rucksack auf die Evelyn-Seite, also rechts vom Eingang ausgesehen. Deckelfach zum Schläfer, sodass man halt eben auf den Inhalt vom Rucksack problemlos zugreifen kann, während man eben also quasi im Inneren vom Zelt liegt und dann kann man sich von draußen holen alles, was man haben möchte. Das gleiche passiert mit meinem Rucksack, genauso im gleichen System, nur halt eben auf der anderen Seite. Wenn man dann rein und raus steigen will, muss man halt irgendwie versuchen, über meinen Rucksack drüber zu kommen. Das funktioniert erfahrungsgemäß recht gut, braucht hin und wieder eine ganz kleine Verrenkung, aber ja, das ist es im Wesentlichen. So, außerdem kann man auf dem Zelt noch wunderbar Handtücher trocknen, Schlafsäcke trocknen, also morgens, wenn sie ein bisschen auslüften sollen, machen wir auch jeden Morgen jeweils. Ist eigentlich jetzt nichts weiter Besonderes. Man kann auch an die Trekkingstöcke, also beziehungsweise theoretisch könnte man bei dem Zelt noch die jeweiligen Stellen, wo die Stange drin ist, da sind jeweils noch Hosen, also hier und da. Da könnte man auch noch mit Trekkingstöcken zusätzlich noch abspannen. Wir haben jetzt nicht für jede einzelne Öse vom Zelt eine Abspannmöglichkeit dabei, weil wir halt nur 4 Trekkingstöcke haben und insgesamt nur 10 Heringe dabei. Potenziell hätte das Zelt eigentlich 15 Abspannpunkte. Aber ja, die braucht man nur selten. Dann legt man die Stöcke zum Beispiel gerade eben hinter das Zelt. Und der Zeltbeutel selber, den bringt sie jetzt gerade, den machen wir auch immer noch ins Vorzelt, kann man gerade da irgendwo seitlich drunter stopfen, genauso wie gerade gesehen. Jo, und das ist es im Wesentlichen zum Ankommen und erstmal Zelt so weit herrichten, weil wenn jetzt schlechtes Wetter kommen würde, könnten wir uns direkt im Zelt verkriechen und alles weitere mehr oder weniger, genau, von drinnen erledigen. Ja, also Tagesroutine eben entsprechend, wie gesagt, aufstehen.
sich aus dem Sack quälen. War immer die Diskussion, wer muss als erstes raus. Meistens der, der dringend aufs Klo muss. Wer draußen war, hat dann meistens schon mal entsprechend angefangen, den Kocher anzuwerfen, Heißwasser für den Kaffee machen, Heißwasser für das heiße Müsli machen. Weil wenn schon Heißwasser, dann kann man auch genauso gut noch ein kleines bisschen mehr machen. Man halt heißes Milchpulver in heißes Wasser einrühren und kriegt dann warmes Milchpulver, was in Kombination mit Schokomüsli, so ein Schokoporridge mit Schokomilch. Quasi ergibt. Ist sehr lecker. Ich persönlich mag das sehr gerne. Muss natürlich nicht jeden Tag sein. War auch nicht jeden Tag so, aber haben wir halt wieder ganz gerne so gemacht. Zum Frühstück ansonsten, es gab immer Müsli. Ja, jeden Tag in irgendeiner Form Müsli oder ein sonstiges Haferflockenbezeug drin. Derivat. Irgendwie sowas in der Richtung. Kaffee für Schatz und ich habe kein Heißgetränk gebraucht morgens. Das brauche ich bis heute nicht. Irgendwie sehe ich das nicht ein, warum man morgens unbedingt ein Heißgetränk haben soll. Ja, ich bin da anders als viele andere. Gut, dann war gemütliches Zusammenpacken. Heißt, Evelyn packt zusammen und ich sitze da und sinniere über die Welt. Ich habe dann auch ein bisschen geholfen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, hat sie vielleicht doch tendenziell 60% und ich nur 40% eingepackt. Vielleicht auch 70-30, an manchen Tagen 80-20. Aber das Problem ist halt, dass sie einfach viel effizienter ist bei sowas und weniger über die Welt sinnieren muss und weniger über die grönländische Landschaft gucken muss und denken. Ja, nee, wenn es losgeht, geht's los. Ja, wenn es losgeht, geht's los. Nein, da musst du erst denken. Nein, da will man weiter. Und da musst du dich erst einstellen, emotional auf das Weiterwandern. Oder auch nicht. Ja, persönlicher Art der Existenzbewältigung. So. Ja, ne? Zusammenpacken ist klar. Ja? Man räumt seinen Rucksack wieder ein, packt alles rein, was draußen war, klappt den Kocher zusammen, packt den Kocher wieder mit einem anderen Kochutensilien in den Kochbeutel, man macht den Topf noch schön sauber, packt die anderen Kochutensilien noch in den Topf, macht den Deckel drauf, packt alles in den Beutel, wickelt Isomatten zusammen, drückt halt eben entsprechend die Luft raus, packt dann irgendwann den Schlafsack ein, der gerade noch zum Lüften in der Sonne lag, sofern Sonne vorhanden war. Und am Schluss baut man dann auch schnell das Zelt zusammen, beziehungsweise hat es vorher abgetrocknet. Das habe ich meistens selber gemacht, weil in meinem Interesse war, ich habe das Zelt getragen, dass es nicht allzu viel wiegt. Und dann packt man letztendlich noch das Zelt ein, dann zieht man gegebenenfalls kurz vorm Loslaufen nochmal eine Jacke aus, die man jetzt zum kalten Morgen nochmal angehabt hat, die man jetzt beim Laufen dann nicht mehr braucht und packt die dann vielleicht noch oben drauf. Und wenn schlechtes Wetter in Aussicht ist, dann kann man vielleicht noch gleich seine Regenhülle am Rucksack festmachen und darauf achten, dass man die Regenklamotten eben entsprechend griffbereit hat. Sprich, entweder sehr nah im Bodenfach vorm Schlafsack, das mache ich ganz gerne mit der Regenhose, dass man das Bodenfach kurz aufmacht, Regenhose raus, dann hat es schon bereits griffbereit. Und je nach Rucksackmodell haben die dann auch noch so eine Fronttasche, wo gut die Regenjacke reinpasst. Sonst kann man die theoretisch auch ins Deckelfach oder direkt unter das Deckelfach tun. Oder in irgendeine Seitentasche. Bei meinem Rucksack passen die zum Beispiel ganz gut in die Seitentaschen, die Regenklamotten, wenn man das so machen möchte. Meistens habe ich sie einfach oben drauf. Also dass ich kurz das Deckelfach wegklappe und das Erste, was im Rucksack von oben aus gesehen kommt, ist dann meistens die Regenjacke. Bei so Wetter, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was dann ansteht. Jo, und dann ist man startklar, dann schnappt man sich noch die Trekkingstöcke. Wir hatten beide Trekkingstöcke dabei. Und dann läuft man los. So. Ne? Und dann läuft man so 2-3 Stündchen meistens. Ja, lass es 2 sein. Ja, so eher 2. Wir sind auch einmal, sind wir, glaube ich, auch 2-3 eher gelaufen. Irgendwie sowas. Dann machen wir meistens ein kleines Päuslein. Essen eine Kleinigkeit. Dann gehen wir noch mal ein Stündchen, 2 weiter, irgendwie sowas. Gegebenenfalls noch mal mit einem kleinen Verschnaufpäuslein dazwischen. Dann machen wir Mittagspause. Was gab es da zu essen? Für mich, ja, mein traditionelles Trekking-Tuchen-Futter, 50 Gramm Erdnüsse, 50 Gramm Schokolade. So, und dadurch, dass Evelyn uns ja noch eingepackt hatte, noch extra Riegel, gab es dann auch immer ein extra Riegel. Verschiedene Riegelchen, irgendwie in irgendeiner Form schokoladig mit irgendwas anderem noch drin. Ja? Oft, relativ häufig hatten wir, wie heißen die?
Knoppers, genau. Knoppersriegel. Und dann hieß es, da wir jetzt zu völlig unterschiedlichen Zeiten Mittagspause gemacht haben oder auch mal abends noch einen gegessen haben, hat dann irgendwer einer diesen komischen Knoppersspruch da aufgesagt von wegen, mittags, 14 Uhr in Grönland, Zeit für ein Knopper. Ich will ja jetzt keine Knoppers-Werbung machen, aber das war jedenfalls auch noch so ein kleines Ritual. Jo, nach der Mittagspause, also die Mittagspause darf ruhig ein bisschen länger sein, da darf man auch noch ein bisschen rumliegen, da darf man noch ein bisschen chillen. Evelyn hat gerne die Schuhe ausgezogen, ich nicht. Ich ziehe die morgens an und ziehe sie abends wieder aus. Dazwischen kommen sie, wenn sie es vermeiden kann, nicht vom Fuß, weil ich das Gefühl habe, die sitzen im Laufe des Tages immer besser, immer besser, immer besser. Und wenn ich es inzwischen drin ausziehen würde, wäre es eher noch mal schlechter. Meine Philosophie, das dürfen andere Leute gerne anders sehen. Ich kenne auch Leute, die bei jeder Gelegenheit die Schuhe ausziehen. Machen wir 10 Minuten Pause? Okay, das reicht. Zack, Schuhe raus. Ja. Ist, glaube ich, abhängig von der jeweiligen Art und Weise des Fußes. Mittagspause rum, dann läuft man nochmal weiter, nochmal so etwa anderthalb Stündchen vielleicht, dann macht man nochmal ein kleineres Päuschen, dann läuft man nochmal so ein Stündle, dann macht man nochmal ein kleineres Päuschen, dann läuft man nochmal so ein, zwei Stündle, nochmal ein kleineres Päuslein. Und, oder, und das war bei uns so, da wir es ja wirklich nicht übertrieben haben, waren wir meistens dann auch schon da. So ungefähr so um die Zeit sind wir dann meistens angekommen. Dann haben wir, dann wurde Rücksicht darauf genommen, dass ich erst noch da sitzen muss und über das Leben und das Universum und vor allen Dingen Grönland sinnieren musste, während Evelyn das Zelt aufgebaut hat. Aber da habe ich schon meistens geholfen. Na, aber ich war dann jedenfalls abends immer fürs Kochen zuständig. Weil, wenn dann das nämlich fast immer. Ja, die zweite Tour hilft mir halt nicht. Ja. Jedenfalls, wenn das Zelt dann mal steht, dann wird es schnell kalt, weil dann wird es dann doch mal Abend und sobald die Sonne nicht mehr mit voller Wucht runter scheint, die Wucht ist sowieso nicht so groß, dadurch durch den super krassen Winkel, mit der die Sonne in die Polarregion reinkommt, nämlich nicht so wie am Äquator, sondern halt eher so, ist die halt auch recht schnell mal hinterm Berg. Oder wenn es hinter der Wolke ist. Also sobald du keine direkte Sonneneinstrahlung hast, wird es in Grönland ganz schnell ganz kalt. Und gerade zur Zeit des Sonnenuntergangs, also man muss dazu sagen, am Anfang der Tour ist die Sonne gar nicht untergegangen, beziehungsweise nee, es wurde nicht sichtbar dunkel. Sie war schon nicht mehr zu sehen als Sonne als solche, aber es wurde nicht wirklich dunkel. Gegen Ende der Tour wurde es dann dunkel und sobald es anfing dunkel zu werden, wurde es auch ganz schnell super, super kalt. Und das war faszinierend, dieser abendliche Kälteeinbruch. Du hast quasi nach der Uhr gucken können, okay, jetzt haben wir noch 10 Minuten, bis es kalt wird. Und dann ist Evelyn meistens schon im Zelt verschwunden. Die hat es nicht so sehr gehabt mit der Kälte dieses Mal. Da war sie hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Aber auch nicht schlimm gewesen, oder? Sie ist halt dann relativ zeitnah ins Zelt und ich habe halt draußen dann auch was geköcht gemacht, heiß Wasser, vor allen Dingen meistens heiß Wasser. Wir hatten dann später noch ein paar aufwendigere zu kochende Gerichte, die dann auch eine längere Zeit einfach im Topf kochen mussten. Yay, yeah, es ist Weihnachten. Wir haben hier eine Hütte gefunden. Wir haben gefühlte 300 Meter vor der Hütte übernachtet. War scheiß Wetter, sind ein bisschen spät dran mit dem Aufbruch. Schiedwetterlogistik dauert halt einfach länger, wenn wir alles im Zelt zusammenpacken, das Zelt dann möglicherweise sogar noch abtrocknen, falls der Regen aufhört, sonst lohnt es sich natürlich nicht. Haben wir jetzt auch gemacht, damit das Zelt nicht so schwer ist und damit wir es dann wieder trocken aufstellen können. Natürlich kann man auch sagen, man stellt das Zelt frühzeitig da auf, wo man angekommen ist, dann trocknet es von alleine, aber hat halt den Nachteil, dass man nicht weiß, ob es da nicht auch eventuell regnet. Aber gut, jedenfalls, jetzt sind wir in diese besagte Hütte mal kurz rein, weil wir einfach mal gucken wollten. Sie ist mehr oder weniger baugleich mit einer anderen Hütte, in der wir schon übernachtet haben. Die hatte ich euch auch dokumentiert. Es gibt hier Pritsche 1. Schatz, deute bitte auf Pritsche 1. Pritsche 1. Danke. Und dann gibt es hier die bewährte Liegeecke mit eben grundsätzlich theoretisch 6 Schlafplätzen. Wir hatten auch schon eine dünne Schwedin, die unter so einer Pritsche gepennt hat. Die war aber wirklich dünn und jung. Und ja, es gibt noch ein paar Kleiderhaken hier hinten. Und der Knüller, dadurch, dass diese Hütte jetzt relativ nah an Sisimiut gelegen ist und hier gerade eine Riesengruppe abmarschiert ist von 11 Nasen, meine Fresse, also man kann es auch übertragen, ja gut, lassen wir das. Jedenfalls haben wir dadurch hier folgenden Fund gemacht und sind total aus dem Häuschen. Da, 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 da. Mehr Futter, als wir jemals aufessen könnten. Und dann bedienen wir uns jetzt natürlich und nehmen uns da mal ordentlich mit, was uns schmecken könnte. Was hier allerdings interessanterweise mal ausnahmsweise nicht gibt,
ist gratis Gas. Das gibt es hier ausnahmsweise jetzt mal nicht. Hm, interessant, ne? Ja. Was haben wir denn, Schatz? Spaghetti Spinaci, Pasta in Spinat, Käse. Das ist ja deutsch angeschrieben. Natürlich, das ist ja auch deutsch. Knorr. Schinkenhörnli. Das zweimal. Also, Pasta Spinaci. Fungi, Pasta in Pilzsoße. Nein. Dann Bütschezeug, Macaroni mit Käsesoße. Oh, aus der Schweiz. Nein. Macaroni mit Käse, das nehmen wir mit. Macaroni Bolognese. Muss nicht alles wiederholen. Doch. Penne mit Pilzsoße. Dann haben wir von, oh, das sieht lecker aus. Pasta alla Carbonara. Das sind die ganz billigen, aber die schmecken trotzdem. Mit so lustigen Hörnchen zweimal. Boah, das hört ja nicht auf. Noch mehr Macaroni Bolognese. Boah, ey, wie krass. Das kann man ja gar nicht alles tragen. Schinkenhörnli von Knorr. Schinkenhörnli sind lecker. Noch mehr Pasta Bolo, Macaroni mit Käse, Muschelnudeln mit Frühlingsgemüse. Oh, ja, wahrscheinlich drei Erbsen und... Egal, es ist Gemüse drin, Fungi nochmal und dann ganz viel auch selbstgemachtes. Ja. Wer lässt denn... Das ist doch völlig doof. Wer lässt denn so viele Müsli-Mischungen liegen, die er selbst eingetütet hat und... Krass, aber das ist ein riesen Berg, das reicht für zwei Wochen gefühlt. Ganz der. Und hier geht's noch weiter. Wie beschissen waren die bei der Planung? Also ganz ehrlich. Rahmsoße, eingeschweißt. Geil. Ja, nehme ich mal aber an. Aber mit Gemüse. Aber mit Gemüse drin. Ja. Aber wer macht denn so lecker selbstgemachtes Zeug und verrechnet sich derart, dass er hier deigenweise zurücklässt? Ich verstehe das nicht. Das ist irre. Paprikarahm mit Couscous. Also wir werden heute Abend schlemmen. Schlemmen werden wir. Das ist ja krass. Huhuhuhu. Wir hätten ja eigentlich noch genug Proviant, aber hallo? Das wäre jetzt einfach doof, das nicht mitzunehmen. Also zumindest einiges davon. Züricher. Was ist das? Züricher Couscous. Oh. Wahrscheinlich auch mit irgendwie Sahne und... Ja, sie haben gerne Zeug getrocknet, so getrocknete Apfel. Ja, da hatten die hatten Spaß daran offensichtlich. Da gibt's Polenta mit Steinpilzsuppe. Hulala. Die haben bestimmt unser Video geguckt, wo wir gezeigt haben, wie man sowas selber macht. Und Tomatensuppe. Auch mit lecker Couscous drin. Aha. Krass. Ja, was wollen wir denn haben? Ja, das entscheiden wir, glaube ich, off Kamera. Das entscheiden wir off Kamera. Wir überraschen euch dann heute Abend, was es gibt. Aber ja, also das war jetzt doch eine interessantes. Also das, wir sind etwas. Mehr Milch? Nein, haben wir genug. Das haben wir. Ein krasser Kerne-Mix. Krasse Kerne. Das ist ja übel. Ja. Wir packen ein und gehen weiter. Das habe ich dann auch gerne draußen gemacht. Aber ich habe da halt immer wirklich live miterlebt, wie dann gegen Ende des Tages die Kälte hochgekommen ist. Und die war dann nach dem Kochen auch meistens, also was so ungefähr eine halbe Stunde vielleicht gedauert hat, mit allem Brimborium und drumherum, war ich meistens dann auch wirklich richtig, richtig angefroren sozusagen. Ich habe schon was Warmes angezogen gehabt, unter anderem hier auch die Jacke, die ich jetzt gerade trage. Ja, und natürlich auch diese Jacke. Also quasi das, was ich jetzt anhabe, war durchaus auch ein geeignetes Grönland-Outfit und das hatte ich auch dabei. Und ja, bin dann halt da gesessen und habe gekocht und dann gab es was zu essen. Meistens so irgendwelche Tüten, die man nur mit heißem Wasser aufgießen musste. Da hatte ich ja noch so viele rumliegen daheim, weil ich die ja gerne mal geschenkt bekomme. Und deswegen gab es das auch meistens. Ja, und das haben wir dann meistens im Zelt verdrückt, weil draußen wurde es ja kalt. Ja? Außer es war am Anfang der Tour hatten wir noch besseres Wetter, da war es auch noch nicht so kalt, da war es auch abends noch nicht so kalt. Die Sonne war ja auch noch länger oben am Himmel und da haben wir dann meistens draußen gegessen. Aber gegen Ende der Tour meistens im Zelt. Ja, und dann macht man im Zelt noch irgendwelche Beschäftigungstherapien, bisschen Black Stories lösen, so irgendwelche Spielchen, die quasi kein Zubehör brauchen. Super toll für Trekkingtouren, gerade wenn man sowas mag, wir beide mögen sowas. Im Grunde auch ein bisschen lesen ist noch eine Option. Ich habe zum Beispiel versucht, 1984 von George Orwell zu lesen. Ich bin immer nicht sehr weit gekommen, weil wenn man so ein paar Seiten gelesen hatte, bin ich meistens weggepennt. Oder auch nur eine halbe Seite, je nachdem.
Auf dem E-Book Reader wohlgemerkt. Bücher mit Schleppen ist immer schwierig auf Tour, aber E-Book Reader ging. Ach ja, und dann hatten wir noch das Ritual, dass wir an unserem Reiseführer, also dem gelben da vom Konrad Stein Verlag, immer noch den nächsten Tag abgecheckt haben. Was uns voraussichtlich am nächsten Tag erwartet, haben uns noch überlegt, bis wohin wollen wir ungefähr laufen, wo könnte es Zeltplätze geben, haben auch nochmal die Karte angeguckt, okay, da geht's hoch, hier geht's runter und wenn wir da sind, müssen wir auch ein bisschen weiter und einfach damit man so einen gewissen Überblick hat und die Karte grob im Kopf, das ist immer sehr sinnvoll. Nimmt auch relativ viel Zeit in Anspruch dann abends und dann war nicht mehr viel und dann ist man relativ zeitnah komplett auch in den Sack gekrochen. Ich liege immer gerne noch ein bisschen so im Zelt, ohne gleich im Schlafsack zu sein, wenn es die Temperaturen zulassen. Wenn es super kalt ist, dann geht das halt gar nicht, klar, dann musst du gleich in den Schlafsack. Aber ja, manchmal haben wir auch einen Tee gekocht, dann habe ich noch einen Tee getrunken. Aber das ist so der Standard-Tagesablauf eben gewesen. Das machst du halt an jedem Tag und irgendwann bist du dann halt mit dem Laufen des Tagsübers am Ende angekommen. Dann bist du in Sisimiut. So, dann machen wir mal einen Schnitt und dann erzählen wir noch ein bisschen was zu Sisimiut und dann haben wir es.